Ich war nie ein großer Fan von Nuzlockes. Vielleicht, weil ich es einfach nie hingekriegt habe. Ich habe ziemlich schnell immer mein komplettes Team gewiped. Ich krieg einfach so Wechselwirkungen und Fähigkeiten, die wollen nicht in meinen Kopf rein. Aber was ist, wenn ich mein Leid teile? Ich habe meine erste Randomizer Soulink Nuzlocke gemacht. Und es war viel zu chaotisch. Na, es ist... It's dead. Was? Oh mein Gott, fang es! Fang es! Oh mein Gott, wipest du jetzt? Mein Partner in dieser Challenge ist Lord Pappnase. Er ist bekannt auf Twitch und YouTube für seine Gothic Challenge Runs. Aber in den älteren Pokémon-Gens ist er auch bewandert. Links zu seinen Kanälen findet ihr natürlich in der Beschreibung, checkt ihn auf jeden Fall aus. Wir machen das Ganze in HeartGold SoulSilver, weil es eines der schönsten und besten Spiele ist. Und ich habe tatsächlich noch nie HGSS gespielt, nur das Original damals. Ganz kurz zur Auffrischung die Regeln und dann zeige ich euch, wie wir die Challenge angegangen sind. Es ist eine Nuzlocke, also wir dürfen nur den ersten Encounter auf einer Route fangen. Unsere Mons müssen Spitznamen bekommen und wenn ein Pokémon K.O. geht, dann dürfen wir es nicht mehr benutzen. All die Regeln von wegen keine Tränke, Level Cap und so weiter, das lassen wir erstmal weg. Wir sind keine Profis, wir wollen es vor allem, wir wollen eine Chance haben, wir wollen es schaffen. Aber es ist eben eine Soulink. Also jedes Mon, das wir fangen, ist verbunden mit dem Mon vom anderen Spieler. Geht mein Pokémon von Route 1 K.O., so ist auch Pappnases Mon von Route 1 K.O. Und das ist eine Soulink. Macht der eine einen Fehler oder hat einfach nur Pech, muss der andere auch dafür büßen. Aber es ist auch ein Randomizer. Alle Pokémon in der Wildnis und die Starter sind komplett random. Wir können auf der ersten Route einen Mewtwo finden. Auch alle Gegner-Pokémon sind randomized. Und auch die Entwicklungen. Wenn ein Zafcon Level 10 erreicht, wird es nicht zu Smetbo, sondern zu etwas ganz anderem. Und die Herausforderung ist eben, das Spiel unter diesen Bedingungen durchzuspielen. Ob nur Johto oder auch Kanto, das schauen wir dann. Ihr könnt den ganzen Run auf dem YouTube-Kanal Leos Archiv ungeschnitten nachschauen. In der Soulink-Playlist werden die ganzen weiteren Folgen, die wir aufnehmen werden, archiviert. Okay, ich hoffe, alles geklärt. Jetzt geht's los. In unserem ersten Run, Spoiler, in unserem ersten Run, haben wir nicht so prickelnde Mons als Starter bekommen. Meine Auswahl bestand aus Azurill, das nur Platscher kann, Elekid und Bisasam. War klar, dass ich Bisasam nehme. Pappnase hatte einen Kleinstein, Flamly und Pichu. Also ich habe ihm ja mehrmals gesagt, dass Pichu die schlechteste Wahl wäre, weil Freundschaftsentwicklung und naja, es ist ein Baby, nicht besonders stark. Oh Gott, ich werde auf der ersten Route verrecken. Let's go, Pichu nimmst, dir ist bewusst, wenn du Pichu nimmst, musst du Freundschaftsentwicklung machen. Ja, kenne ich mich mit aus. Weiß ich, kenne ich einfach Freundschaftsentwicklung. Let's go, wir haben ein Pichu. Das kann nichts werden. Naja, wir spielen weiter und gehen bis zu Professor Eich, holen uns das Ei, besiegen den Rivalen, geben das Ei ab und lernen endlich, wie man Pokémon fängt. Ab jetzt zählt die erste Encounter-Regel. Und unsere ersten waren Dicta und Schwalbini, was okay ist, kann man nehmen. Und dann sind wir direkt ein bisschen leveln gegangen und ich will nicht sagen, dass es meine Schuld ist, aber überzeugt euch selber. Oh, Geduld ist ziemlich stark, oder? Ja, aber nicht auf Level 2, 3. Ich kenne mich doch nicht aus, wenn mich das one-hittet, ne? Warum sollte es sich one-hitten? Das ist ein Sepurze. Naja, Geduld kann schon... Ich erinnere mich da an den Onix, das immer Geduld machte. Ja, aber das ist auch Onix. Ich wäre so geil, wenn er jetzt stirbt. Du hast immer noch ein Pokémon. It's dead. Was? Ich wusste es! Warum ist es... Hä, Geduld ist nicht so stark. Was ist denn Geduld bei Zipurze? Ich sollte niemals auf dich hören! Das sowieso. Hä, was ist denn mit Zipurze los? Also okay, vielleicht wusste ich nicht, wie Geduld funktioniert, dass Zipurze den Schaden, den es in zwei Runden bekommt, speichert und doppelt so stark wiedergibt. Vielleicht wusste ich das nicht, vielleicht dachte ich, es ist normale Attacke. Aber ich habe auch nicht Pichu als Starter genommen, also ich weiß nicht, wie das meine Schuld sein kann. Oh, Geduld ist ziemlich stark, oder? Warum sollte es sich one-hitten? Das ist ein Zipurze. Also ist ja auch total egal, weil 5 Minuten später ist der Emulator von Pappnase abgestürzt. Ich glaube, deine ROM ist gerade abgestürzt, Leo. Was? Warum? Weiß ich nicht. Ist noch nie passiert. Weil du nicht den neuesten Emulator genommen hast. Ich bin schuld, natürlich.
Ich habe gesagt, nimm den neuesten Emulator. Ja, warum sollte denn meine ROM abstürzen? Genau, save den Freeze Frame. Das wird bestimmt funktionieren. Der Freeze Frame wird bestimmt neu laden, genau. Es ist ein Versuch wert. Ja, okay, nee, mach nicht. Ich glaube, das wird eher eine, wir schieben dem anderen die Schuld zu, Soul Link. Aber egal, wir starten einfach neu. Vor allem mit der Regel, jetzt alle 5 Minuten zu speichern. Und die Starter beim zweiten Versuch sahen gleich um einiges vielversprechender aus. Nase hatte Ampharos, Kravums und Roselia, wovon er natürlich Ampharos wählte. Ich hatte Bummels, Schwalbini und Feurigel. Und natürlich nehme ich da meinen kleinen Boy Feurigel. Und oh mein Gott, HGSS hat so ein langes Intro, bevor es losgeht. Professor Eich, das Ei abholen, wieder gegen den Rivalen kämpfen, Ei abgeben, Fang-Tutorial und dann ist es erst wieder spannend. Wobei, dazwischen war es auch kurz spannend, nämlich mein Feurigel stand einem Zirpurze gegenüber, das wir gerade kennengelernt haben. Und es hat natürlich auch Geduld und hat auch Geduld angewandt, was ich nicht bemerkt habe. Und hat die ganze Kraft gesammelt, die ganze Kraft. Und dann habe ich mich gewundert, warum ich so viel Schaden genommen habe. Ne, man lernt auch nicht dazu. Hier rein, da wieder raus. Unfassbar. Aber ich bin nicht draufgegangen, weil ich halt kein Baby-Pokémon als Starter genommen habe. Unsere ersten Mons, die wir dann fangen durften, waren Shinux und... Oh, ein Rabauz. Oh, das ist krass. Aber das Problem ist... Wie entwickelt sich denn das? Ja. Was ganz geiles. Aber jetzt müssen wir sie erstmal fangen. Es will nicht drin bleiben, Leo. Du hast noch genug Bälle. Ja. Ah, wehe. Wehe, du schaffst es jetzt nicht. Wofür hast du ein Ampharos? Schau schon! Schade. Kein Shinux für dich. Okay, wie können wir den Anfang schon immer so verkacken? Es kann ja nicht so schwer sein, ein paar Level 3 Pokémon zu fangen. Die zweite Route musste uns retten und da fanden wir auch Funpi und Sandan. Und hey, sie sind sogar im Ball geblieben. Danach konnten wir direkt die nächste Route checken. Ich bekam ein Wingull und Pappnase bekam ein Pichu. Danach können wir direkt noch eine Route checken, wo ich nur ein mickriges Verdribi fand, aber ich fange den Dreck nur, damit du was Cooles fangen kannst. Aber ich kann ja schon mal in den Encounter rein. Dann kann ich sauer sein, wenn du es jetzt nicht fängst und das was Geiles ist. Oh mein Gott, fang es! Fang es! Sonst bin ich den Rest des Streams wütend! Komm schon, der eine Ball! Don't stop believing, whoa. Das ist mein Rabauz. Come on! Nein! Oh, okay, ich muss es töten. Schade. So viel Pokebälle verschwendet. Aber in der Höhle können wir ja noch was fangen. Hey, und so ist alles im perfekten Gleichgewicht. Er fällt das Rabauz, ich krieg meins nicht und ich fail das hässliche Vadribi und er bekommt seinen Endivier nicht. Hey, alles im Gleichgewicht. Aber ihr ahnt es, wir können noch eine Route checken, besser gesagt die Höhle. Nase fängt sich dort ein Pipi und ich ein Radfratz. Und HGSS gönnt am Anfang wirklich, denn wir können noch eine Route checken, den Knofenserturm. Dort bekomme ich ein Dicta und Nase ein Shinux. Der Turm an sich war zum Glück nicht schwer zu erklimmen, aber eine Stelle hat mir kurz Angst gemacht. Das Kaumalat hier. Weil die können Drachenwut. Eine Attacke, die immer 40 KP Schaden macht, was bei unseren Low-Level-Pokémon fatal wäre. Ich habe im Randomizer eingestellt, dass solche Game-Breaking-Attacken am Anfang nicht vorkommen können. Zusätzlich hat jemand in unserem Chat dann Folgendes geschrieben. Kaumalat kann erst ab Level 7 Drachenwut. Es kann schon mit Level 7 Drachenwut. Das ist ein bisschen OP. Aber ich möchte das kurz nochmal wiederholen. Es wurde im Chat gesagt und ich habe das laut vorgelesen, dass Kaumalat auf Level 7 Drachenwut lernt. Ich sag's nur für später. Nach dem Knofenserturm checken wir noch eine Route, um unser Team voll zu machen. Ich bekomme ein Bronzel und Pappnase ein Mankey. Danach trauen wir uns gegen Falk, den Arenaleiter, zu kämpfen. Er hatte nicht wirklich starke Mons, bei mir hatte er ein Vati und bei Nase ein Myrapla. Aber durch die EP wollte sich endlich mein Feurigel entwickeln. Aber zu was wird es? Oh, jetzt muss ich gucken, was bei dir passiert. Komm, Ampharos. Gyarados. Nein, es ist... Ey, was ist denn diese Logik? Was ist denn diese Logik? Wo ist denn da die Logik, ey?
Ein Kanimani, das jetzt Glut kann. Perfekt. Nach dem Sieg über Falk wartet ein Ei im Supermarkt auf uns, das wir auch direkt in unser Team aufnehmen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, wir rennen sofort auf die nächste Route. Ich meine, wer hat schon Zeit zu trainieren, wenn man Ampharos im Team hat, gell? Ey, hatte der das nicht bei dir auch? Camper Erwin? Nee, Kaumalat war oben in der Arena. Level 9. Das kann keine Drachenwut. Vorhin hat jemand gesagt, lernt Drachenwut auf Level 7. Keine Angst, sind nur 40, nicht 63. Ja. Oh mein Gott, wipest du jetzt? Was? Das ist unfair. Wie kann dieses Ding... Okay, pass auf, wir müssen jetzt strategisch. Du musst jetzt Donnerwelle machen. Aber es heißt Boden. Ah, es kann keine Donnerwelle. Du kannst nicht Donnerwelle machen. Du wipest, dieses Kaumalat wiped unser komplettes Team jetzt. Das ist korrekt. Außer du glaubst, dass einer Drachenwut überlebt. Nein, sehe ich von hier, dass das nicht passiert. Du kannst immer noch das Glück haben, dass er einfach, wie er einfach macht, dass er jetzt einfach nicht Drachenwut einsetzt. Oh. Okay, Tschüss, Bronson. Bronson tot. Ist down. Okay, geht schon mal gut aus. Ich hoffe jetzt halt, wenn ich zu Ampharos wechsle, dass ich einen Tackle durchbekomme und das irgendwie one-hittet. Achso, aber warum hast du keine Attacke auf Kaumalat gekriegt? Das kann doch nicht schneller sein. Ich habe Ampharos eingewechselt. Oh. Okay, Ampharos ist down. Warum ist Tackle so schwach? Nee, das wiped. Das wiped. Gut, ne? Drei Schläge. Oh, wir sind schneller. Das macht Schaden. Warum spammt es Drachenwut? Vorhin hat jeder Heuler, Rutenschlag und jetzt spammt es einfach. Holy moly. Hat jedes Mal Drachenwut eingesetzt. Okay, auf den ersten Blick war das wirklich unfair. Wir haben auch kurz eine Abstimmung gemacht, ob wir weiterspielen sollen, weil irgendwie das Gefühl war, dass Drachenwut gar nicht existieren sollte. Aber Pappnase hat dann selber auch gesagt, hey, ich hätte das gewinnen können. Hätte er sich daran erinnert, dass ich gesagt habe, dass es auf Level 7 Drachenwut lernt, hätte er sein erstes Pokémon nicht ausgewechselt und hätte es einfach geopfert. Dadurch hätte Ampharos zwei Attacken gemacht und hätte Kaumalat umgebracht. Wir hätten nur ein Pokémon opfern müssen und nicht das komplette Team. Starten wir also Run Nummer 3. Und der war am Anfang ein bisschen chaotisch, weil, naja, ich war zuständig dafür, dass die ROMs gerandomized werden. Und das lief nicht ganz so gut. Spielen wir jetzt beide Soul Silver? Stimmt, hier ist Lugia. Hä, warum? Ich hab die falsche ROM gerandomized. Alles gut, ich hab's doch schnell gefixt. Als ob das so wichtig wäre. Heute klappt alles, wir sind richtige Profis. Es geht schnell, Hauptsache bei Nase ist alles richtig. Jetzt? Okay, ich hab Roselia, ich hab Ampharos und ich hab Gravoms. Warum hast du schon wieder Gravoms? Nein, ich hab die gleichen Pokémon wie eben. Das fühlt sich nicht randomized an, Leo. Du hast die gleichen Pokémon wie... Hä? Aber da hast du irgendwas nicht richtig gemacht. Ich hab doch... Starten wir also Run Nummer 4. Und oh boy, bin ich froh, dass das Kaumalat uns umgebracht hat, denn... Ah! Ein Mew! Aber ich glaube, das kann nix auf Low Level, oder? Zubat, okay, weg damit. Lampi, ja, also ich muss doch, oder? Ich muss gucken, was Mew für Attacken kann. Ziemlich tanky, oder? Oh ja, Magbrand ist krass. Ich hatte zuerst Angst, dass Mew Low Level nicht so gut ist, weil es nur Pfund kann. Aber das Ding hat alles weggehauen. Genauso wie das Magbrand von Nase natürlich. Inzwischen hatte ich den Randomizer auch etwas krasser eingestellt, sodass wir auch echt verrückte Mons als Gegner bekamen. Die Musik ist anders. Ich muss es killen! Das wäre es gewesen. Die Musik war anders. Die Encounter-Musik, weil es ein Legi ist. Das ist Drache. Oh, oh, andere Musik. Seemann. Soul Silver, gib dir dieses Bild. Soul Silver da drunter. Oh, sieht so gut aus. Ah, oh, schade.
Ich hatte einen Suicune, du Lugia und wir beide durften nicht fangen. Oh, andere Musik. Nicht schon wieder bei dir. Oh. Schade. Das wäre auch ein guter Fang gewesen. Ja, Alter. Na, so spielt es sich doch um einiges geiler, oder? Ich sag doch, wir haben ein bisschen was gelernt und jetzt geht's richtig ab. Wir sind also mit unseren Monster durchgerannt. Ich durfte sogar ein Rosana fangen, das einfach Todeskuss kann. So war das Fangen um einiges einfacher. Dann kam für mich sogar ein Milotic. Ey! Ein Milotic! Milotic. Und so sah unser Team dann nach dem Knofensaturm aus. Was echt nicht schlecht war, oder? Wir hatten trotzdem ein bisschen Respekt vor Falk, wir haben ein bisschen noch mehr trainiert davor, wir waren ein bisschen überlevelt, aber das Drachenwut hat uns einfach ein bisschen Angst gemacht. Und dann, bei Pappnase, hatte Falk sogar ein... Ein Jirachi? Ernsthaft? Geil! Das, wenn du das als Starter gehabt hättest, dann wäre Mew und Jirachi wäre geil gewesen. Oh, süß! Okay, also ich glaube, mit diesen Mons haben wir wirklich jetzt eine sehr, sehr gute Chance, weiter in diesem Run zu kommen. Wir haben diese Soul Link natürlich noch nicht fertig gemacht. Das war quasi das Intro-Video hier. Ich wollte euch zeigen, dass wir das machen und was direkt uns passiert ist an random chaotischen Sachen. Wie gesagt, könnt ihr das komplette Projekt auf Leos Archiv nachschauen oder auch uns einfach live auf Twitch dabei zuschauen, wenn wir das machen. Wir machen das so einmal die Woche, 4-5 Stunden und mal schauen, ob wir es schaffen, wie viele Versuche wir brauchen, ob wir Kanto auch noch mitmachen, keine Ahnung. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Wenn wir es schaffen, wenn wir durch sind, wenn irgendwas Krasses passiert, werde ich wahrscheinlich nochmal ein Video dazu machen. Aber ja, sagt mir, wie euch solche Videos von mir gefallen. Und zum Ende muss ich wieder meinen wundervollen Patrons danken. Ich danke euch für die Unterstützung. Vor allem Let's Play Nick, 80er Fanboy, Tom, Kühner, Redface, TZ, Butters, Jonas, Devilbee, JGamer, Robin, Superphil, Mika, Shrick, Majora, Menemon, Azrael, Mariko, Itako, Danova, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco Bryant, der Farsky, Eva, Delprani und Henriette. Vielen, vielen Dank, dass ihr Patreon seid. Vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.